So, Leute, da mal kommt, so eine Aufnahmesession lang ist für mich ehrlich gesagt her. Ich habe nichts gemacht. Ich habe die vielen Folgen dafür genutzt, eine Pause zu machen. Ich denke, das ist mir auch nicht zu verübeln. Hab ich gleich Slickspikes hier. Und jetzt muss ich erstmal wieder reinfuchsen, was wir denn so Schönes machen wollen, werden, tun. So, zum einen misst meine Notizen, wo sind die? Unter Mikro, natürlich. So. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal jemanden erwähnen könnte. Okay, ich weiß nicht, ob ich soll ich, warum eigentlich nicht, ne? Und zwar Minecraft 0815 hat sich gewünscht, dass ich ihn zum einen erwähne. Und er hat sich eine die Rüstung aus Draconic Evolution gewünscht. Die will ich auf jeden Fall auch noch machen, aber ich denke, wir haben noch zu wenig Draconium hier. Draconium, oh, das meiste kriegt man ja wirklich im End. Und so weit sind wir ja noch gar nicht. Was brauchen wir denn dafür hier? Also erstmal die Wyvern-Dinge da, ne? Okay, Diamant, Wyvern-Core, okay, Nether-Stars kriegen wir zu Genüge. Aber Draconium-Ingots haben wir wahrscheinlich nicht allzu viele. Und deshalb wird das wohl nichts werden. Also noch nicht. Also sie wird auf jeden Fall kommen, weil ich sie auf jeden Fall auch haben möchte. Ich könnte auch mal langsam hier so ein Schwert machen, weil ich brauche das vielleicht auch mal ab und zu. Ist das hier das erste eigentlich? Ich glaube schon, ne? Vivencore. Ach, das ist so teuer, das ganze Zeug. Na gut. Noch was anderes. Ich habe hier ein Clipboard. Das Clipboard ist aus Bibliokraft, ist ganz einfach zu craften mit einer Druckplatte, Papier und Federtinte und so weiter und so fort. Wofür ist das gut? Man kann das rechtsklicken und sich Notizen machen. So, ich habe jetzt mal hier Sachen aufgeschrieben, die wir auf jeden Fall noch machen wollen, möchten, tun. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr als erstes sehen wollt, ja, was ihr als erstes sehen wollt und was man dann hier noch Schönes dazu schreiben könnte. Gut, was haben wir hier? Also automatische Glasverarbeitung, das sagen wir mal so, dass man immer, was weiß ich, so 10.000 Glas immer im AE-System drin haben, sowas halt. Ja, dann Sparkte will ich herstellen, automatisch. Das muss ich erst ausprobieren, mal gucken. Benzin, dass wir ein bisschen mehr Strom wieder kriegen. Also noch eine andere Stromvariante. Obwohl es ja eigentlich nicht zu mir passt, weil ich ja mehr dieser Nachwachs-Rohstoff-Energie-Typ bin, eigentlich. Ja. Naja, gut. Ich will auch endlich mal mit Autocrafting, mit Blade Logistics anfangen. Ja, und dann können wir mal per Autocrafting hier ein paar Solarzellen aus Solarexpansion vielleicht mal hin kraxeln. Das ist, glaube ich, weniger Arbeit als sonst was. Iridium möchte ich gerne machen, genau. Damit wir auch mal eine schöne Solarzelle machen können, weil die braucht ein bisschen Iridium dafür. Und eine Quantumrüstung, die wäre eigentlich auch nicht übel. Bienen züchten, Botania, das ist alles ja eigentlich klar, was hier steht. Den Charme, genau, den könnten wir jetzt mal, könnten wir mal versuchen, ob wir den machen können überhaupt. Das ist der hier. Also erstmal brauche ich den da und dann will ich den da haben. Der dürfte eigentlich zu machen sein. Und das da ist dann, glaube ich, boah, also teuer, das Zeug. Na gut. Gehen wir mal gucken. Ich habe meine Erze eigentlich gelagert. Hier haben wir davon. Hier haben wir 9 Draconium.
Zirconium. Mein linkes Glück, ja, mein Name hat Glück, gut. Und hier unten müssten wir auch noch Draconium haben. Ich glaube hier drin, ne? Ja, genau, dann auch noch. Oh, das könnte vielleicht doch ganz gut reichen, ne? Wir könnten ja mal gerade zu unserer Quarry fliegen und gucken, ob da noch mehr ist. Obwohl, ich kann das auch gleich machen. Also ich muss ja vielleicht mal in die frische Luft, damit ich das hier mal aufstellen kann. So. So, das werde ich definitiv mit Glück abbauen. Zack. So, haben wir. Komm her. So. Okay. Ich wollte eigentlich, oh, das dauert aber lange. Oh, neun Stück. Ich habe mal die X-Tori ausprobiert. Zum Aufnehmen. Aber mit Minecraft, ne, keine Chance. Ich habe nur 9 Frames pro Sekunde. Das geht nicht. Mit Fabs hier wunderbar. Gut, hier habe ich jetzt auch nur 20 oder so. Habe ich am diesem Gewächshaus hier. Na gut. Aber wesentlich besser als DX. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so viel rauskommt. Na gut, dann könnten wir vielleicht doch irgendwie an die Rüstung wagen, ne? Wie viel Nether-Sterne haben schon 10? 11, sag ich denn da? 11. Ich muss den jetzt einfach nur schmelzen, oder? Es ist. Normalerweise macht man den ja den zusammen. Also legt man die auch so hin und die mit den Eisen und dann kriegt man das Zeug, was man brennen muss, um diese Barren zu kriegen. Aber das ist ja hier offenbar geändert. Also einfach schmelzen, also brennen im Ofen und dann ist gut. Alles klar. Alles klar, habe ich das Tablet eigentlich schon gemacht? Ich glaube nicht, oder? Ich muss auch noch 10. Habe ich das Tablet? Ich bin mir da nicht so sicher. Ich könnte ja mal gucken. Also das da hier, da. Draconic. Oh, da war noch das, okay. Ne, das Tablet habe ich wohl nicht, aber das machen wir mal einfach mal. Okay. Weil das könnten wir auch mal ab und zu gut gebrauchen. So. Ich schmelze jetzt mal das Zeug hier, aber da könnte ich auch den anderen Ofen benutzen, den wir in unserer Void-Welt haben. Der ist ja viel, viel, viel schneller. Mal gucken, ob der überhaupt frei ist. Das ist auch so eine Sache. Der muss auch hüpfen. So, also hier. Oh, auch schlafen. Hier habe ich nur quasi einen Raum noch dazu gebaut. Das Bauen, das muss man echt nicht zeigen. Das ist. Ja, das ist halt langweilig, glaube ich, oder? Das ist einfach nur ein Raum hier hingezimmert. Das ist einfach nochmal nachgebaut, weil ein bisschen größer ist ja. Das war's im Grunde. Das Bauen muss echt nicht gezeigt werden, wenn ich es per Hand mache. So. Wo will ich hin? Achso, ich wollte ja zum Ofen. Zack. So, der ist gerade nicht beschäftigt. Das ist sehr schön. Dann schmelz mal. So. Brauchen wir eigentlich nochmal. Ich heb mal noch so ein Stack auf. Ich weiß nicht, ob ich den noch für irgendwelche Crafting-Rezepte. Ja, klar, brauche ich noch Crafting-Rezepte hier. Da mache ich eh mal so ein Stack auf. So, Kommentare kamen ja nicht viele in der Zeit. Ein bisschen traurig, aber egal, was soll's. Ich will nochmal erklären, warum ich das hier eigentlich so mache. Ich könnte natürlich den Exportbus direkt hier an meine Säckmüll dran setzen. Ja, klar, das kann ich tun. Aber ich hätte eigentlich gerne so einen kleinen Puffer hier drin. Deshalb mache ich das mit so einer Kiste. So. Du bist schon am Schmelzen. Wunderbar. Schon fast fertig.
Gefällt mir auch sehr gut. Alles klar. Dann können wir erstmal ein Steak essen. So. Dann wollen wir mal craften. Ich möchte erstmal, wo ist er denn? Das da. Den hier. Okay. Das hier. Gut. Und dann den hier. Wunderbar. So, was macht das Ding jetzt? Ich könnte das Ding jetzt Shift rechts klicken, an der Hand nehmen und dann ist das, also in die Hand nehmen, Shift rechts klicken und dann ist da eine, da sind da die Koordinaten drin gespeichert. Und dann kann man sich da immer hin teleportieren. Gut, das Ding verbraucht sich aber mit der Zeit. So. Die bessere Variante ist dieser hier. Den hatte ich noch nie benutzt, also kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß nur, was die bessere Variante ist. Wyvern Core, Draconic Core, brauchen wir vier Stück. Vier Stück. Und dann den hier. Den können wir da reinschmeißen, so. Tada, das dürfte jetzt unsere bessere Variante sein. Moment, lass mal gucken. Da steht Shift, Moment. Shift und Rechtsklick zur GUI oben. Shift und Scroll to Cycle Destinations. Ah, ja. Fuel 0. So aufladen wahrscheinlich. Ah, ja, okay, Fuel 0. Add Fuel. Out of Enderpearls. Okay. Gib mal Enderpearls her. Ender. Gib mal Enderpearls. Add Fuel. Eine. Kann ich nicht mal alle dazu machen? Oh Gott, soll ich klicken bis zum Tod oder was? Okay, dann machen wir einfach mal ein paar. Out of Enderpearls, okay. Okay, jetzt müsste ich hier eigentlich. Ich muss es ausprobieren. Ich kenne mich und denke nicht aus. New. Aha. Was ist das hier? Das ist jetzt die Void. Ne? Die Void. Okay. Wir nehmen Set hier. Gut, kann er dann zumachen. So, und dann. Okay, gut, jetzt probieren wir mal aus. Das bräuchte ich. Jetzt müsste ich quasi. Moment. Ah, okay, das ist eine Enderperle verbraucht, alles klar. Also, das Ding muss man irgendwie alles da auffüllen können, das ist doch. Sonst sehr, sehr, sehr nervig. Da muss man mal gucken. Dann könnte ich natürlich. Wie nennt man diesen Location hier? Naja, das ist quasi. Kommt nur an die Basis. Die Base. Base. So. Komm mit. So. Okay, und ich jetzt Shiften und Mausrad. Komme ich jetzt hier in die Void? Sehr schön. Und dann in die Base. Ha, das ist doch cool. Schön. Jetzt können wir uns schön umher teleportieren. Gefällt mir. Gut. Jetzt gucken wir mal, dass es Nacht ist, und dann gucken wir mal in die Query rein,
da vielleicht auch noch ein paar von den Draconium-Dingen da sind. Aber erstmal muss ich gucken, ob die noch genug Energie hat.